Wir sind auf der B292 im Ortsteil Bennau. Es hat sich zugetragen, dass ein amerikanischer Tankzug mit 5000 Gallonen beladen mit Kerosin, also Kennung 1863 zwischen Kerosin, also Schlugbenzin, rechts abgekommen ist, hat sich überschlagen und es ist ein Leck. Wie dramatisch ist die Lage, wie groß ist die Explosionsgefahr? Die Explosionsgefahr ist durch die Außentemperatur relativ gering. Wir haben einen Flammpunkt mit 38 Grad, sind aber durch die Außentemperatur von 3 Grad relativ gut, haben Schaumteppich gelegt und momentan sind wir bei den Abdichtungsarbeiten. Die Gefahr für die Umwelt besteht darin, dass wir relativ viel Austritt haben, in das Erdreich. Wir haben momentan die Feuerwehr in Weibstadt, Helmstadt und der Gefahrgutzug des Rhein-Neckar-Kreises im Einsatz. Wie werden die Arbeiten jetzt durchgeführt? Was muss gemacht werden? Das große Leck konnten wir schließen. Jetzt ist der Umweltzug dabei, das kleine Leck zu schließen. Und dann werden wir sehen, dass ein Tankzug kommt zum Umpumpen. Der Einsatz, wie lange wird der voraussichtlich dauern? Wird es bis in die Abendstunden eventuell gehen? Wir gehen davon aus, dass wir mindestens zwischen 18 und 20 Uhr noch Tätigkeiten hier haben. Den Fahrer, wie geht es dem? Musste der gerettet werden oder ist er verletzt? Die Fahrer sind nicht verletzt, sie konnten alle drei selbstständig aus dem Fahrzeug aussteigen. Wie groß könnte der Umweltschaden sein? Weiß man da schon was drüber? Da kann man noch gar nichts sagen. Wir warten jetzt auf das Umweltamt und auf das Wasserwirtschaftsamt und dann werden wir den Schaden zusammenstellen. Also mit Sicherheit ist ein Schaden für die Umwelt entstanden. Nee, es war kein weiteres Fahrzeug beteiligt. Aus unerklärlichen Gründen ist das Fahrzeug rechts von der Fahrbahn abgekommen.